So Leute, ich heiße euch willkommen zurück. Jetzt geht's weiter. Also mal gucken, klappt die Aufnahme? Ja. Ja, mit der Stucker hier drauf. So, du hier hin. Du hier hin. Du hier hin. Ja. Gut, jetzt gucken wir mal, ob wir hier schon den Bonus von uns holen können. 1,8. Ja, wir können dann noch eine Runde warten, das eilt jetzt nicht. Was wir schon mal jetzt machen können, ist Topok. Auch nicht zu bombardieren. So, du hier drauf. Die Stucke hier drauf. Der Bomber hier drauf. Du hier drauf. Du hier drauf. Du hier drauf. Das müsste reichen, ne? Ja, dann halt nicht. Du hier drauf. Hier hin. Jupp. Mit etwas Glück. Jawohl, wunderbar. So. Das hier oben hätten wir. Wir gehen hier hin und wir gehen hier hin. Wir könnten das jetzt hier wirklich beenden, ne? Aber ich will natürlich noch Topok haben. Das hier muss ich ja auch noch holen. Von daher gucken wir, dass wir das holen wir das am Ende, aber dann haben wir hier unten schon mal Ruhe. Das war das Dümmste, was du machen konntest, aber danke dafür. Aufklärer, du gibst den Bonus. 5. Ja, komm. Schwächen wir ihn. Und tschüss. So, Torbock wäre eingenommen. Wunderbar. Perfekt. Ohne Verluste. So soll das sein. Herr General, mit der Eroberung aller primären Ziele ist es Ihnen ein Achtungserfolg gelungen. Ihnen bietet sich dadurch die Gelegenheit, einen entscheidenden Sieg zu ringen. Einen Sieg, der den Kriegsverlauf ändern könnte. Sichern Sie dazu auch alle Bonusziele. Achso. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, ist die Sache hier durch. Aber ich würde den da unten jetzt noch killen. Das sehe ich gar nicht ein, dass der... Wir machen diese Einheiten da unten jetzt noch platt. Die Runde kann man jetzt noch... Er hat mich hier so drangsaliert. Nee, das ist... Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, den hier in seine Einzelteile zu zerlegen.
So. Sehr schön. Ja, das war's dann. Artillerie mal hier lang. Du hier lang. Den werden wir jetzt gleich zur Kapitulation zwingen. Hier brauche ich auch meinen Aufklärer. So. Ja, wie gesagt, den Zug, den mache ich jetzt auf jeden Fall noch. Ach komm, was soll's. Da machen wir halt so Platz. So. Sehr schön. Also heftige Panzerschlacht. Wirklich heftige Panzerschlacht. Ich glaube, am Anfang war ja die Luftwaffe übelst ein Problem, aber nachdem... Boah, leck mich am Arsch. Ja, das hier oben war eigentlich eine ganz gute Idee halt auch, aber den Elite-Panzer, dass ich den da oben da so erstmal außer Gefecht gesetzt habe, also mich selber außer Gefecht mit dem Elite-Panzer, war dumm, der hätte hier unten wirklich helfen können. Also wenn das hier so bei den Alliierten so heftig wird, dann komme ich... Dann wird es eine weitere Panzerabwehr, wäre ich da brauchen. Das wird, da werde ich nicht drum rumkommen. Weil vielleicht sich hier wirklich bei 6 Panzer, 4 Panzerabwehr, dass ich dann wirklich so doppelte, dass dann jeder Panzer so wirklich mal mit 2 abgesichert ist. Also das ist ja Wahnsinn, was hier abgeht. Also heftig, heftig, heftig. Ja, das ist ja wow. Ja, das hier, das war zäh, aber das hat gut geklappt, die Idee, Toprock, ja, wunderbar. Also das sind dann Bonus, das waren dann die Bonusziele, das ist das Hauptziel, okay. Dann weiß man das auf jeden Fall. Okay, wunderbar. So, Leute, dann wäre hier mit Toprock abgeschlossen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Das war's von dieser Schlacht, der Gazala-Linie. Bis dann und ciao.